Na Leute, alles klar soweit. Willkommen wieder zurück zu Pokémon Schwarz in Rayono City, wo ich zuletzt die Arenaleiterin Camilla besiegt habe. Und schon besitze ich damit auch bereits meinen vierten Orden, den ich euch ganz kurz zeigen möchte. Das ist nämlich der Volt-Orden. Mit ihm gehorchen dir von anderen Leuten erhaltene Pokémon bis Level 50 und bekommen habe ich ihn eben von der hübschen Camilla. Die strahlende Schönheit. Ich wünsche mir, dass du die Leute um dich herum immer zum Strahlen bringst. Ja, das werde ich natürlich auch. Das heißt, es ist quasi schon Halbzeit, was die Orden anbelangt. Was aber nicht heißt, dass die restlichen einfach zu bekommen sind. Und wir sollen sie jetzt übrigens erstmal hier am Weg zur Route 5 treffen, hat sie gesagt. Also gehe ich da einfach mal hin. Wenn ich den richtigen Weg finde. So, kann eigentlich nur hier hinten irgendwo sein. Genau. So, was steht da? Tipps für Trainer im Sportstadion und in der Sporthalle finden zu bestimmten Zeiten sportliche Begegnungen statt. Misst dich im Pokémon-Kampf mit deinem Lieblingssportart. Sowieso ein Sportmuffel, habe ich keinen Bock drauf. Auf Route 5 versammelt sich gern jede Menge Straßenkünstler. Das hört sich doch toll an. So, Maria City ist nämlich mein nächster Ort, da ist es auch sonnig. Junger Trainer aus Avenicia siegt über Camilla, die Arenaleiterin von Rayono City. Genau, die News sind dann immer brandaktuell. Dein Einstieg in die Welt der Promis. Das Musiktheater in Rayono City interessiert mich im Moment absolut nicht. Gut, sonst steht hier offenbar nichts weiter, außer dass es überall sonnig ist. Das freut mich ja. Ich frage mich gerade, wer schreibt eigentlich diese Nachrichten auf den Leuchtschriftanzeigetafeln? Das frage ich mich auch. Ja, und ihr seht ganz richtig, es ist jetzt Sommer geworden, weil mittlerweile am Tag der Aufnahme jetzt schon Oktober ist bei mir. Und da ist halt eben im Spiel Sommer. Wenn dann der November anbricht, haben wir Herbst und im Dezember dann passenderweise Winter und dann wiederholt sich das immer wieder in diesem Zyklus. So, was steht da? Route 5, Heimat der Straßenkünstler. Ja, ich erwarte, Alex. Wir haben beide den Volt-Orden, doch wer von uns ist stärker? Mein Sieg wird diese Frage beantworten. Herausforderung von Pokémon-Trainer Sharon, lange nicht gesehen. So, Kleoparda. Kenn ich ja schon. Verkugel wird es sowieso besiegen. Weil ich einfach besser bin als du. Wie oft soll ich dir das noch beweisen? Armstoß. Ja, Mogelhieb, das ist natürlich wieder obergemein. Ja, weil wir dann zurückschrecken und nicht angreifen können. Dann eben noch einmal. Folterknecht. Verkugel wird von Folterknecht unterworfen. Jetzt kann ich immer nur eine Attacke einsetzen nacheinander, also immer dieselbe. Boah, nur zweimal getroffen, was soll denn das? Ich verstehe, für diese Attacke hast du dich also entschieden. Genau, so und jetzt greife ich dich mit der Nitro-Ladung an, da besiege ich dich sowieso und deine Initiative versteckt auch noch. So, Verfolgung ist ja mal richtig schlecht. So, Nitro-Ladung. In your face. Da habe ich dir den Pelz verbrannt. Und Initiative von Verkugel steigt. Das ist so praktisch. Und Level 31 zu erreichen ist auch super praktisch. So, es versucht Brandstempel zu erlernen. Brandstempel, eine neue Feuerattacke in der fünften Generation. Was kann die so? Ah ja, genau. Kategorie physisch. Stärke steht ein Strich, weil da steht Rempelattacke mit brennendem Körper. Je schwerer der Anwender im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. Finde ich persönlich aber ehrlich gesagt nicht so gut. Weil wenn jetzt der Gewichtsunterschied nicht so groß ist, ist die Attacke auch nicht besonders stark. Und Nitro-Ladung finde ich irgendwie trotzdem besser, weil der ja meine Initiative steckt. Das Brandstempel ist zwar ganz nett, aber ausnahmsweise bringe ich ihm das jetzt nicht bei. So, Verkugel versucht Brandstempel zu erlernen. Nein, bekannte Attacken behalten. Brandstempel nicht erlernen? Ja, nicht erlernen. Verkugel Brandstempel nicht erlernt. So, und mit Branagh Level 28 trägt immer noch den EP-Teiler. Und es versucht Lehmbrühe zu lernen. Wieder eine neue Attacke. Das ist jetzt nicht in der 5. Generation, aber ich meine jetzt für Mebraba. Statt dem Blubstrahl die Lehmbrühe. Stärke 95 vor allem. Genauigkeit 85 greift mit Matsch und senkt dabei natürlich die Genauigkeit des Gegners. Der Blubstrahl hat nur eine Stärke von 65, meinetwegen vergessen. So, 1, 2 und schwupp. Mebrana hat Blubstrahl vergessen und Mebrana erlernt Lehmbrühe.
So, und schon kommt sein Swatronin. Glaubst du echt, ich habe Angst vor dir? Spüre meine gesamte Stärke! Das habe ich mir irgendwie gedacht, dass es eine Zitrobeere trägt. So, Energiefokus. Gut, es pumpt sich auf, damit will es nur seine Volltrefferquote erhöhen. Das wird ihm aber nichts nützen. Nochmal Stärke. Achso, hier, Verkugel kann aufgrund von folgenden Attacken nicht zweimal miteinander einsetzen. Genau, bringe ich ja schon wieder durcheinander. Folterknecht heißt, ich kann nicht zweimal die gleiche Attacke benutzen. Gut, es ist nur die Frage, was ist, wenn ich eigentlich Walze benutze? Egal, mach mal den Armstoß lieber, der trifft eh mehrmals. Aber nur zweimal, das ist ein bisschen wenig, so Kalkklinge. Das tut weh. Aber das ist mir egal. So, jetzt nochmal Stärke und besiege es. Ja, zur Drohnen wurde besiegt, was sagst du nun? Ein Starter-Pokémon ist nicht mehr. Navitaub? Gut, da wechsle ich jetzt aber aus, weil für Kugel schon angeschlagen ist und zwar wechsle ich aus auf Elezeba. Das soll auch stärker werden. Das muss es sogar. Unbedingt. Boah, Level 25, ey. Schockwelle. Ja, Scanner, ey. Kannst du eigentlich auch mal angreifen, du Penner? Naja, Ruckzuki, das steckt man doch locker weg. So, Schockwelle, take this. Trifft immer ins Schwarze. Darum soll es dann nicht so stark. So, dann machen wir halt nochmal einen Ruckzuki. Und trotzdem darf es erst angreifen. Gemein, du bist doch scheiße, Mann. Elezeba, du bist so kacke. Na gut, ich habe zwar selber Navitaub, aber ich nehme doch lieber Membrana. Ja, Elezeba ist einfach zu schwach, ich weiß, ich soll es mal trainieren. Okay, Lehmbrühe, du wüsstest ja nicht anders. Ja, was wird der Attacke ab? Ey, du bist doch wirklich eine Missgeburt. Nochmal, so, triff gefälligst. Yeah. Und tschüss. So, ha, Grillmark, na, das passt ja wunderbar für Membrana. Das ist doch jetzt eh schon sein letztes Pokémon. Also dann nochmal Lehmbrühe und triff gefälligst. So ist es brav. Und Grillmark ist erledigt. Und damit habe ich wieder mal bewiesen, dass ich der Bessere bin. Du bist so stark wie immer. Ja, danke, ich weiß. Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Ihr beide seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und so besser werdet. Los, gehen wir. Oh, Camille, es ist mir eine Freude. Ein Festival, großartig. Das Leben soll ja Spaß machen. Wer ist das? Das ist Lauro, der Champ der Einhal-Region. Der Champ? Warum verplempert der Champ an einem Ort wie diesem seine Zeit? Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Tag, ich heiße Lauro, ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einhal. Und ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern bin auf Reisen. Ich will alle Winkel von Einhal wie meine Westentasche kennen. Ich komme aus Avenizio, der ist Sharon. Mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, der neue Champ zu werden. Sehr gut, das Ziel seiner Reise zu kennen ist lobenswert. Und was willst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker werden zu wollen? Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein. Ist das als Zielsetzung wohl genug? Versteh mich nicht falsch, ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, das ich verfolge. Verbringt doch etwas Zeit mit den beiden hier, dann versteht ihr es vielleicht. Wollt ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Hey, ihr zwei, kommt mal kurz her! Alles klar, aber zuerst... Sharon hat die Pokémon von Alex wieder fit gemacht. Und los geht's! Vorschülerin Tabe und Vorschüler Michi möchten kämpfen! So, und zwar mit Terebark und Terebark.
So, Bedroher von Terebak wirkt. Bestimmt von beiden, hm? Nee, das trifft nur einmal für uns beide halt, okay. Gut, wir werden sicher nicht gegen zwei Vorschulkinder verlieren, das wäre ja oberpeinlich, also dann Armstoß. Volltreffer gemacht und trotzdem auch immer diese blöden Zitrobeeren, was soll das? Böses Hündchen, mach Platz! Ja, sag mal, für Kugel kannst du auch mal öfters als zweimal treffen, das ist auch wieder ziemlich peinlich. Wir können doch 2 bis 5 Mal angreifen, also warum machst du's nicht? Gut, dann machen wir eben Nitro-Ladung, ist mir auch egal. Okay, das eine Terrebug ist schon erledigt. Und mit Brandacht Level 29. So, Nitro-Ladung auf das verbliebene Terrebug und zack! Warum müssen die alle eine Zitrobeere tragen? Warum greifen alle meinen Verkokel an? Du bist doch scheiße! Alter, Edman, ey, du bist doch ein... Warum? Das ist einfach nur obergemein. Lehmbrühe. So, das kommt davon. Einfach mal mein armes Verkokel besiegen, das geht doch nicht. Es ist voll unfair, dass die nur Verkokel angegriffen haben. So, jetzt habe ich es euch aber gegeben, ihr beiden Hosenscheiße. Mein Pokémon war so total süß. Mein Pokémon hat es genauso gern, wie ich es ihm gesagt habe. Und trotzdem habt ihr verloren. Ihr zwei habt zwar nicht gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also, mein Junge, es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt, einfach nur mit dem Pokémon zusammen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Antworten, wie es Trainer gibt. Auch wenn unsere Definition eines Champs voneinander abweichen, ist das vollkommen in Ordnung. Gehen wir, zur Maria-Zugbrücke ist es nicht mehr weit. Der Champ ist der Stärkste, eine andere Antwort brauche ich nicht. Ja, ist jetzt natürlich ziemlich krass, dass wir jetzt schon den Champ getroffen haben und das ist auch damals das erste Mal gewesen, dass es gar kein Geheimnis, es wurde gar kein Geheimnis drum gemacht, wer der Champ ist. Weil meistens war das immer so, da hat man den Champ oft schon früher getroffen, ohne dass er sich direkt offiziell vorgestellt hat, aber Laura sagt gleich von Anfang an, hey, ich bin der Champ, ich bin hier der dickste Babbo. Alter, haben diese kleinen Hosenscheiße einfach mal mein armes Verkokel besiegt, das war so unfair, weil die nur Verkokel angegriffen haben, dagegen konnte ich jetzt auch nichts machen. Kleopatra wurde ja nicht mal angegriffen. So, was ist mit dir? Meine Pokémon helfen mir sonst immer beim Brotbacken. Heute helfen sie beim Kampf, und du willst auch kämpfen. So, eine Herausforderung von Bäckerin Else. So, Grillmarkt. So, Navitop ist jetzt leider an erster Stelle. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Windschnitt. Ist schon, ich glaube es hackt. Gut, ich tausche jetzt trotzdem aus auf Mebrana. Das geht ja mal gar nicht. Da müsst ihr schon zugeben, dass das voll gemein war von diesen zwei kleinen Mistgöhren. Warum die nur mein armes Verkugel angegriffen haben, verstehe ich nicht. Die hätten ruhig auch mal Sharons Kleopatra angreifen können, aber nö, haben sie natürlich nicht. Dass sie kleine gemeine Stinker sind. So. Jetzt kommt Vegemark. Na klar, jetzt kommt wieder... Das kann ich wieder austauschen. Mann, ey. So, Navitorp. Diesmal hast du leichteres Spiel. Windschnitt. Ey, jetzt... Sag mal, was ist heute eigentlich los? Jede Attacke geht daneben. Was ist das für eine Scheiße? Du sollst gefälligst treffen, du blöder Vogel. Sowas macht mich total sauer, wenn die Attacken nicht treffen. Ja, wenigstens war es jetzt ein Volltreffer. Warum nicht gleich so? Hä? So, Sodamark. Egal, Navitor bleibt draußen, Elisabeth ist eh viel zu schwach. Das wird ja nicht wirklich viel Damage machen. Windschnitt. Aber wie eigentlich fast jeder diese drei Affen hat. Das ist auch ein bisschen einfallslos. So, Ruckzuckhieb. Und stirb. Dankeschön.
Oha, dieser Kampf war ganz nach meinem Geschmack. So, kann ich jetzt hier kurz mal rein? Oh, wer bist du denn? Hallo, ich bin eine einfache Magd. Ich suche wohlschmeckende Zutaten, die den Gourmet-Gaumen meiner Herren erfreuen können. Schniff, schniff. Also irgendwas in deinem Beutel riecht aber wirklich sehr gut. Kann ich mir mal ansehen, was genau denn dein Beutel so gut riecht? Woher soll ich das denn wissen? Vielleicht einfach eine Beere, eine Marronbeere vielleicht? Oh, was für ein Duft. Das ist tatsächlich die seltene Zutat Marronbeere, unglaublich. Ich gebe dir 20 Pokédollar dafür. Nee. Naja, kann man nichts machen. Sag mir Bescheid, wenn du mal wieder eine wohlschmeckende Zutat für die Seite. Die würde mir also Geld für Beeren geben, aber 20 Pokédollar ist immer voll wenig. Kannst du die behalten? So, jetzt gehe ich aber nochmal zurück. Und heile mein Pokémon-Team. Das geht immer gar nicht. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Und ich sage auch noch, gegen Vorschulkinder werde ich nicht verlieren. Mein Gut habe ich auch nicht, aber dass man für Kugel besiegt wurde, das war einfach nur unnötig und unfair. Es gibt nichts Unfaires in einem Doppelkampf, als wenn immer nur ein Pokémon von den Gegnern angegriffen wird. Natürlich muss es meins sein, eh klar. Denen gehört echt mal... Ja, den muss man echt mal Manieren beibringen, diesen zwei Stinkern. Diese zwei Windelpupser sich überhaupt einfallen lassen, einen Verkogel anzugreifen. Und nur Verkogel. Ist klar. Und dann muss man natürlich auch noch so ein Pech haben, dass Armstoß nur zweimal trifft, weil es eigentlich bis fünfmal treffen kann, aber nee. So, da hinten Backpacker. Kein Bock drauf. So, kann ich ihn jetzt nochmal anquatschen? Das ist doch einfach großartig, wie so unterschiedliche Wesen wie Menschen und Pokémon miteinander harmonieren. Ganz genau. Ich weiß nicht, wollen die jetzt hier eigentlich alle noch kämpfen, oder? Nee, ich glaube, die wollen nicht alle kämpfen, oder? Tipps für Trainer. Dein Beutel hat für jeden einen Typ eine Tasche. Je nach Typ landet der Item automatisch in der richtigen Tasche. Die Namen der Taschen verraten mir, was das gewünschte Item ist. Ja, das ist, ich mein, hallo, das weiß ich doch selber. Na, ich zeige dir, welche Techniken meine Pokémon schon gemeistert haben. Der Russland von Kasper Guglielmo. Das ist auch ein ziemlich bescheuerter Name. Und er hat einen Rollum-Gollum-Gollum. Dagegen wird Verkugel jetzt aber bestimmt nicht verlieren, weil sonst raste ich aus hier. Nitro-Ladung! Vernichte es! Also. Ja, jetzt bin ich echt ein bisschen gereizt, weil das hätte nicht sein dürfen. Zweimal ein Gollum... ist ebenfalls nicht sehr einfallsreich. Und sagt Tschüss. Ja, aber in meinen Augen finde ich die Nitro-Ladung immer noch effektiver als den Brandstempel. Die Attacke macht wenigstens einen fixen Schaden und boostet meinen Speed. Ich habe sowohl dich als auch die Attacke des Teams unterschätzt, aber das hast du wohl. Und du siehst lächerlich aus und dein Name ist bescheuert. Wer bitte heißt denn Guglielmo? Meine Melodie schallt in die Welt hinaus. Meine Pokémon sind allen Kampf voraus. Eine Rosson von Musiker Felix. So, was hast du denn? Ein Elitzeber. Okay. Kenn ich schon, hab ich selber. So muss das sein, mit einem Schlag ausnocken. Und mit Brandnack Level 30. Und dann hat er noch einen Elitzeber. Langweilig. Ich bin einfach nicht in den richtigen Rhythmus und Angriff und Abwehr gekommen. Im Kampf ist es mir klar geworden, du bist unschlagbar, das gebe ich dir. Du hast den Deko-Artikel E-Gitarre erhalten, dankeschön.
Willst du deinem Pokémon eine E-Gitarre umschnallen, dann auf ins Musiktheater. Das wird ein Spitzenauftritt. Aber wie schon gesagt, das interessiert mich im Moment nicht wirklich. Was ich jetzt aber kurz mal tun möchte, ich werde jetzt mal, weil Elitzeber wirklich noch so schwach ist, gebe ich ihm jetzt mal den EP-Teiler, also nehme ich ihm die Marmbeere weg und Bebrana nehme ich dafür den EP-Teiler weg. So, ich gehe mal gar nicht in Level 17. Das ist sowas von mega schwach, das geht einfach nicht. So, bitteschön. Gut, Mebrana, du bekommst dafür... Was könnte ich dir denn geben? Auch eine Beere am besten, aber welche? Vergiftung, Silbeere... Persenbeere hält ja eh von Verwirrung, was habe ich da letztens schon wieder erzählt? So Eisbund, das ist egal, Persenbeere. Ich gebe ihm die Persenbeere, dann kannst du nicht verwirrt werden, falls doch, heilt es sich selbst. Gut. So. Lass mich raten, der Tänzer will auch kämpfen? Genau. Ein Dreher und ich bin dran. Noch ein Dreher und du bist dran. Eine Rausforderung von Tänzer Andro. Mon? Nee, einfach nur Andro. So, Flampion, der olle Lampion. Sieht schon ein bisschen seltsam aus. Aber das ist mir egal. Walzer, tanz für mich, tanz für mich. Boah, der Volltreffer, so liebe ich das. Wenn das doch nur immer so wäre. Und noch ein Flampion. Das wird gleich vom zweiten Walzer erwischt. Der ja immer stärker und stärker wird, je öfter er trifft. Und tschüss. Der was easy. Und Elitzeber ist bereits schon Level 18. Und es versucht auch Nitro-Ladung zu leeren. Ja, das ist doch eine geile Attacke. Dann kann... Was kann dann weg? Der Ruckzuckieb kann weg. Blitz lasse ich es... das lasse ich ihm noch, weil... Irgendwann werde ich bestimmt in dunklen Höhlen sein, wo ich das brauchen werde. Und deswegen... Nitro-Ladung kann in den Platz von Ruckzuckieb treten. 1, 2 und schwupp. Elitzeber hat Ruckzuckieb vergessen und Elitzeber lernt Nitro-Ladung. Ruckzuckieb ist eh voll schwach. Rundherum im Kreis herum und du bist ja einfach nur dumm. Hey Trainer, erlaube mir ein Kunstwerk aus dir zu machen. Eine Rosson von Künstler Ignaz. Hey cool, du hörst wie ein Top-4-Mitglied aus der Sinnoh-Region und der hat... ich werd verrückt! Ich glaube es nicht, er hat ein Symbolara. Nein, nicht dieses Pokémon. Da tausche ich einmal sofort aus auf Mebrana. Genau das hat mir so Schwierigkeiten gemacht im Kampf gegen N, weil der hat da nämlich auch eines. Ja, dieser scheiß Psy-Strahl. Wie kannst du das sonst wo hinstecken? Lehmbrühe. Jetzt auch noch Rückenwind. So, Pokémon auf der Stelle des Gegens erhalten Rückenwind. Was kümmert mich das? Du hast sowieso schon verkackt. Diese Simulare sieht echt total komisch aus. Auch nicht gerade ein hübsches Pokémon. Und das war's für Ignaz. Ich glaube, mir geht langsam das Deck bis zum Übertünchen meiner Fehler aus. Das scheint wohl so zu sein. Hier entlang. Ja, Zeit anzurufen. Ich bin's. Lass bitte die Zugbrücke herunter. Ich habe hier ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. Ja, danke. Seht mal. Auf mich warten Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Der Arenaleiter der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig, also viel Glück. Ich bin ein Trainer. Ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird mir bald Gehör schenken. Voll geil, ruft Camilla einfach mal den Arenaleiter von Maria City an und sagt, dass wir die Zugbrücke runterlassen. Voll geil. Maria Zugbrücke. Wenn ich da drüber gehe, bin ich auch schon in Maria City.
Wozu ist bitte eine Brücke gut, die man nicht überqueren kann? Eine Brücke ist doch weltweit das Symbol der Verbundenheit. Na, wo sie recht hat, hat sie recht. Maria Zugbrücke. Voll die krasse Musik. Hier gibt es natürlich auch wilde Pokémon, die manchmal auftauchen können. Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden und wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Ja, das haben so ziemlich fast alle Brücken in einer so an sich. Ich glaube, nur auf der Himmelsfeldbrücke gibt es keine wilden Pokémon, hier aber schon. Seht ihr, da ist schon eins. Nämlich, ein Pikulente. Das wollte ich sogar mal in mein Team aufnehmen. Ich weiß nicht, soll ich das sogar machen? Nitro-Ladung. Ich werde es mir einfach mal fangen. Weil das ist nämlich Wasserflug. So, Aeroas. Finde ich jetzt nicht so krass. Und nochmal. Macht das auch noch Wasserring. Warum tust du mir das an? Na gut, ich habe ja für Wasser-Pokémon eine Geheimwaffe dabei. Nämlich genau einen Netzball und den werde ich jetzt verwenden. Klasse, Pikulente wurde gefangen. Nummer 86, Pikulente, Wasservogel, Wasserflug, Größe 50 cm, Gewicht 5,5 Kilo. Es schwimmt das Gewässer auf der Suche nach Torfmoos seiner Leibspeise ab. Ein talentierter Taucher. Und es kann sich natürlich noch einmal entwickeln. Und da war ich eben anfangs nicht so sicher, ob ich mir nicht sogar das Pokémon hier, dieses Pikulente, ins Team nehme statt jetzt in meinem Fall Navitaub, aber ich glaube wohl eher doch nicht, weil jetzt habe ich eh schon Flug und Wasser, das wäre Flug und Wasser in einem. Aber ich glaube, Mebrana ist eh besser wegen Wasserboden und so. Aber okay, so, jetzt ist es eh bald mit seinem Part zu beenden. Sonst wird's zu lang. Die Zugbrücke wird hochgezogen, um Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen und anschließend wieder herabgelassen. Da Turner den hiesigen Schiffsverkehr kontrolliert, obliegt es auch ihm, über das Heben und Senken der Zugbrücke zu befinden. Ach, deswegen. Ja, der hat ganz schön was zu sagen. In Maria City. Für mich steht Maria City für den verliebten Mann und Tiefkühlcontainer. Tiefkühlcontainer? Okay. So, und da sind wir auch schon, Maria City. Brücken sind schon eine tolle Sache. Überleg doch nur mal, durch eine Brücke lassen sich zwei sonst voneinander getrennte Orte miteinander verbinden. So gesehen haben sie fast schon symbolischen Charakter. Dasselbe hast du bestimmt schon einmal von einem Typen auf Route 5 gehört, was? Ja genau. Hab ich auch. Maria zu Brücke. So, und was ist das hier bitte? Willkommen in Maria City. Ach, das ist einfach nur irgend so ein... Das soll vielleicht ein Segel darstellen oder irgendwie so. Kann schon sein. Okay, Leute, ich werde offscreen noch ins Pokémon Center gehen, mein Team heilen und dann speichern und im nächsten Part. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich da noch nicht sofort den Arena-Leiter herausfordern kann. Da wird dazwischen wieder irgendwas anderes passieren, das weiß ich noch. Aber was das ist, ihr werdet das im nächsten Pokémon-Schwarz-Part dann schon noch sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!